Liebe Jugend, Friede sei mit euch. Preis sei dem Herrn. Preis sei dem Herrn für diesen Tag. Preis dem Herrn für diesen Gottesdienst. Eine junge Generation. Und manche sind hierher gekommen mit einer Erwartung. Jemand ist gekommen, weil er hofft, etwas zu bekommen. Vielleicht ist aber auch jemand einfach gekommen, weil er seine Freunde gekommen sind. Vielleicht bist du aber zufällig hier. Du hast es gar nicht geplant zu kommen. Aber du bist heute hier. И вы знаете, это не случайность. Und wisst ihr, das ist kein Zufall. Сегодня Божий план в твоей жизни. Das ist heute der Gottesplan in deinem Leben. Чтоб ты был здесь. Dass du heute hier bist. И слушал слово. Und sein Wort hörst. Был участником в этом служении. Und heute Teilnehmer bist bei diesem Gottesdienst. Вы знаете, сегодня очень такой важный стих, который братья избрали в Ларе. Wisst ihr, heute haben wir einen sehr wichtigen Vers, den die Brüder aus La ausgesucht haben. Вы знаете, этот стих, он имеет силу. Und dieser Vers, er hat Kraft. И если мы сегодня спросим братьев, служителей, Und wenn wir heute die Brüder fragen, die Diener, или они сами почувствовали этот стих в своей жизни, ob sie diesen Vers denn selber in ihrem Leben gespürt oder erlebt haben, то они, наверное, все скажут, да, мы почувствовали. Dann werden sie wahrscheinlich alle sagen, ja, wir haben das erlebt. Давайте мы с вами вместе прочитаем. Lasst uns das zusammen durchlesen. Исайя 40, 29. Jesaja Kapitel 40, Vers 29. Он дает истомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Он дает тому силу, кто истомленный. Er gibt dem Kraft, der Kraft braucht. Тот, кто утомился. Der müde geworden ist. Тот, у кого не хватает сил идти. Und der einfach keine Kraft hat, mehr weiterzugehen. И до этого пророк Исаия говорит. Und vorher spricht der Prophet Jesaja. 28 стих. Im Vers 28. Разве ты не слышал? Разве ты не знаешь? Hast du es denn nicht gehört oder weißt du es denn nicht? Что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Dass der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist nicht unerschöpflich. Sein Verstand ist unerschöpflich. Разум его неисследим. Sein Verstand ist unerschöpflich. Друзья дорогие, дорогая молодежь. Meine Freunde, liebe Jugend. Наш Бог, он не утомляется. Unser Gott wird nicht müde. Он не изнемогает. Er wird nicht müde. Он имеет всегда силу. Er hat immer Kraft. Вы наблюдали когда-нибудь такой момент, когда бессильный, слабый человек ведет другого человека? Habt ihr mal sowas beobachtet, dass ein schwacher, ein kraftloser Mensch einen anderen Menschen führt? Ну, это смешно, правда? Das ist lustig, nicht wahr? Или когда слепой ведет слепого? Oder wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt? Оно не функционирует. Das funktioniert nicht. Но когда человек сильный, wenn ein Mensch aber stark ist, имеет силу, und er ist kräftig, он может понести или может помочь слабому, dann kann den Schwachen tragen und ihm helfen. О нашем Боге написано, он сильный, он не истомляется. Von unserem Gott steht geschrieben, dass stark ist und nicht müde wird. Он никогда не изнемогает. Wird niemals müde werden. И я хочу, дорогая молодежь, чтобы мы сегодня с самого начала служения. Und liebe Jugend, ich möchte, dass wir heute vom Anfang dieses Gottesdienstes могли себе понять, какие качества Божьи. Verstehen, was die Eigenschaften Gottes sind. Он имеет всегда силу. Hat immer Kraft. И для всех. Für alle. Он может подкрепить каждого. Kann jeden stärken. Разум его не следим. Und sein Verstand ist nicht, ist unerschöpflich. Мы не сможем понять до конца Бога, друзья. Wir können Gott nicht vollständig begreifen, Freunde. Он дает утомленному силу. Gibt den müden Kraft. Изнемогшему дарует крепость. Und Stärke genug dem Unvermögenden. И 30 стих написано, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Und im 30. Vers steht, Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. А надеющиеся на Господа обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Дорогая молодежь, мы с вами поняли, что дает крепость и силу только Бог. Liebe Jugend, wir haben mit euch verstanden, dass nur Gott Kraft und Stärke gibt. Вы знаете, человек, который изнеможенный или усталый, утомленный. Wisst ihr, ein Mensch, der müde oder matt geworden ist. У него какая-то была работа. Er hatte vorher eine Arbeit. Если мы работаем на стройке, вот у вас очень красивый дом молитвенный. Wenn wir auf der Baustelle arbeiten, ihr habt zum Beispiel ein sehr schönes Gebetshaus. И братья много уставали здесь на этой стройке, правда, братья? Und die Brüder haben wahrscheinlich viel Kraft hier verloren auf dieser Baustelle, nicht wahr? Приходили домой, они были бессильны, не было силы. Sie sind nach Hause gekommen, sie waren kraftlos. Но, друзья, und мы так созданы, человек так создан. Freunde, wir sind so geschaffen und der Mensch ist so geschaffen. Мы когда отдыхаем одну ночь, у нас приходит опять сила. Wenn wir uns dann eine Nacht ausruhen, dann kriegen wir neue Kraft. И следующий день мы можем опять работать. Und am nächsten Tag können wir wieder arbeiten. А как духовно? Wie ist das aber geistlich? Духовный человек, когда утомляется, wenn ein geistlicher Mensch müde wird, он не может поспать и потом опять набраться сил. Dann kann er nicht ausschlafen und dann hat er neue Kraft. Друзья, духовный человек, Freunde, ein geistlicher Mensch, когда получает это утомление, эта слабость приходит, der, wenn er schwach wird oder matt wird, тогда есть какие-то причины. Dann gibt es dafür Gründe. Вы знаете, так просто не получается в жизни. Das kommt nicht einfach so im Leben. Утомляются юноши. Knaben werden müde. И девицы утомляются. Auch junge Leute werden müde. Mädels, ja? Mädels, in Russischen heißt es Jungfrauen. Ja, это нормальное состояние. Das ist ein normaler Zustand. И вы знаете, тот, кто утомляется, тот прилагает старания. Wisst ihr, die müde werden, die haben vorher Kraft aufgebracht. Вот написано о надеющих на Господа. Это важная мысль. Hier steht geschrieben, aber die auf den Herrn harren, das ist ein wichtiger Gedanke. Вот когда у нас уходит эта надежда, wenn bei uns diese Hoffnung weicht, тогда и приходит усталость. Dann kommt auch diese Müdigkeit. Когда твои глаза может сфокусированы на каких-то других вещах, wenn deine Augen fokussiert sind auf andere Dinge, и ты потихоньку падаешь, und du fängst an langsam zu fallen, и ты не замечаешь, und du bemerkst gar nicht, у тебя уходит сила, dass dich die Kraft verlässt, ты устаешь бороться, und du wirst müde zu kämpfen. Написано, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Es steht geschrieben, ihr jungen Männer, ihr seid stark, ihr habt das Böse überwunden. Молодежь, дорогая, чтобы победить лукавого, что нужно? Liebe Jugend, um das Böse zu überwinden, was braucht es dazu? Иметь силу Божью. Man braucht die Kraft Gottes. Иметь духовное всеоружие. Man braucht die geistliche Waffenrüstung. Чтобы бороться против этих казней дьявольских. Um gegen diese Pfeile des Teufels anzukommen. Они будут всегда. Sie werden immer da sein. Они будут у всех. Sie werden bei allen da sein. Но вопрос стоит. Aber die Frage ist, насколько ты надеешься на Господа? Wie stark verlässt du dich auf den Herrn? Насколько ты доверяешь ему? Wie stark vertraust du ihm? Он дает утомленному силу. Er gibt den müden Kraft. Он поднимает нас с этой грязи. Er hebt uns heraus aus diesem Schmutz. Он дает нам силу идти за ним. Er gibt uns Kraft, ihm nachzufolgen. Когда мы приходим к Нему, wenn wir zu ihm kommen, когда мы хотим надеяться на Него, wenn wir uns auf ihn verlassen möchten. Евангелие Иоанна, 15 главе, написано с 4 стиха. Johannes Evangelium, Kapitel 15, von Vers 4 steht geschrieben. Иоанна 15, 4. Johannes 15, Vers 4 und 5. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Так и мы, друзья, дорогая молодежь, если прибудем на лозе, будем приносить плод. So auch wir, liebe Jugend, wenn wir am Weinstock bleiben, werden wir Frucht bringen. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Дорогие, meine Lieben, liebe junge Menschen, давайте честно, lasst uns ehrlich sein. Если я ленивый, wenn ich faul bin, и не хочу никаких стараний прилагать, und ich möchte keine Kraft aufwenden, я хочу
Я хочу в небо. Ich möchte in den Himmel. Я хочу быть с Иисусом. Ich möchte mit Jesus sein. Но вы знаете, мне нравится это все, что меня окружает. Aber mir gefällt das Ganze, was mich umgibt. Я ленивый. Ich bin faul. Я не хочу бороться. Ich möchte nicht kämpfen. Как вы думаете, мы пройдем туда? Was meint ihr, werden wir dahin durchkommen? Мы сможем достичь этой цели? Werden wir dieses Ziel erreichen? Это трудно. Das wird schwer. Это невозможно. Das ist unmöglich. Дорогие, если мы ленивые, meine Lieben, wenn wir faul sind, и, может быть, лежим дома, und vielleicht zu Hause liegen, то не будет победы. Dann wird es keinen Sieg geben. Победа, знаете, когда? Wisst ihr, wo der Sieg kommt? Когда ты в бою. Wenn du im Kampf bist. Когда ты активно участвуешь. Wenn du aktiv dabei bist. Активно участвуешь в делах молодежи. Aktiv dabei bist bei der Jugend. Активно участвуешь в делах церкви. Aktiv dabei bist in der Gemeinde. Тогда приходит победа. Dann kommt der Sieg. Тогда Господь дает силу. Dann gibt der Herr Kraft. Потому что ты хочешь надеяться на Него. Weil du dich auf ihn verlässt. А если я ленивый? Wenn ich aber faul bin, и не хочу ничто прилагать, und ich möchte keine Kraft aufwenden, думаю, оно само по себе придет, und ich denke, es kommt einfach so von selbst, я ошибаюсь, dann täusche ich mich, оно не будет, das wird so nicht kommen. Приложить старание нужно все, друзья, молодежь. Man muss die ganze Kraft aufbringen, liebe Jugend. Мы знаем историю Самсона, сильного человека. Wir kennen die Geschichte von Simson, einem starken Menschen. Самсон имел силу от Бога. Simson hatte Kraft von Gott. Но он начал этой силой просто пренебрегать. Aber er hat angefangen, mit dieser Kraft, sie zu vernachlässigen oder schlecht umzugehen. Он начал играться. Er hat angefangen, damit zu spielen. Он начал играться с грехом. Er hat angefangen, mit der Sünde zu spielen. Он начал играться со своими похотями. Er hat angefangen, mit seiner Lust zu spielen. И что пришло в его жизни? Und was kam in sein Leben? Такой сильный человек. So ein starker Mensch. Берет ворота города вместе с этими с навесами выносит. Er nimmt die Mauer der Stadt und trägt das raus. Имеет такую крепость. Er hat so eine Kraft. Становится таким с таким рабом. Und auf einmal wird so ein Sklave. Почему? Warum? Потому что увидел. Weil gesehen hat, что-то увидел. Er hat etwas gesehen. Что-то ему понравилось. Etwas hat ihm gefallen. А в Божьих глазах это не было угодно. Aber in Gottes Augen war das nicht gut. Дорогая молодежь, как часто нам нравятся вещи. Liebe Jugend, wie oft gefallen uns Dinge, когда Слово Божие нас обличает. Wenn das Wort Gottes uns ermahnt. А мы его заглушаем. Wir tun das aber übertönen. Мы думаем, мы получим силу откуда-то, придет, может, что-то. Wir denken, wir bekommen schon irgendwoher die Kraft. Но мы глубоко ошибаемся. Aber wir täuschen uns. Слово Божие говорит, надеющие на Господа. Das Wort Gottes sagt, die auf den Herrn harren. Обновятся в силе. Sie bekommen neue Kraft. Обновятся в силе, молодежь. Sie bekommen neue Kraft, Jugend. Поднимут крылья, как орлы. Sie werden ihre Flügel aufheben wie Adler. Потекут и не устанут. Sie werden laufen und nicht müde werden. Пойдут и не утомятся. Sie werden laufen und nicht müde werden. Вот это состояние сегодня хочет Господь. Und diesen Zustand möchte heute der Herr von uns. В этом состоянии хочет наш Господь, чтобы пребывала сегодня молодежь. Der Herr möchte, dass wir heute in diesem Zustand bleiben. Молодежь 2023 года. Die Jugend des Jahres 2023. Вы молодое поколение. Ihr seid die junge Generation. Которое возьмете Слово Божье. Die das Wort Gottes nehmen wird. И будете его нести дальше. Und es weitertragen wird, пока не придет этот день, bis dieser Tag kommen wird, когда Христос придет за нами, wenn Jesus Christus wieder zu uns kommen wird, за своей возлюбленной церковью, und seine liebende Gemeinde holen wird. Поднимут крылья, как орлы. Sie werden ihre Flügel aufheben wie Adler. Самый большой орел, der größte Adler, по-немецки называется Riesenseeadler, ja, auf Deutsch Riesenseeadler, у него крылья до 2 метра 80 шириной. Seine Flügelspannweite ist bis 2,80 Meter. Можете представить себе 2 метра 80? Könnt ihr euch das vorstellen? 2,80 Meter. Вот это размах, да? Das ist ein Flügelschlag. Ja. Вы, молодежь, вы будете летать, вы будете порхать, как орлы. Jugend, ihr werdet fliegen, ihr werdet aufsteigen wie Adler. Когда? Wann? Когда будем надеяться на Господа? Wenn wir auf den Herrn harren werden. Когда мы будем слышать Его голос? Wenn wir seine Stimme hören werden. Когда мы будем слышать Дух Святой, когда Он говорит нам? Wenn wir den Heiligen Geist hören werden, wenn zu uns spricht. Слышишь ты сегодня голос Божий?
Hört ihr heute die Stimme Gottes? Слышишь голос Духа Святого? Hörst du heute die Stimme des Heiligen Geistes? Как он в тебе говорит? Wie er heute zu dir spricht? Или ты забыл, что такое молитва в духе? Oder hast du vergessen, was es heißt, im Geist zu beten? Или ты не различаешь голос Духа и другие голоса? Oder du kannst die Stimme des Heiligen Geistes und andere Stimmen nicht unterscheiden? Матфея 11:28. Matthäus 11, Vers 28. Придите ко мне все. Kommt her zu mir alle. Все труждающие обремененные. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. И я хочу вас успокоить, говорит Господь. Und ich will euch erquicken, spricht der Herr. Молодежь, сегодня Бог хочет успокоить вас. Jugend, heute möchte der Herr euch Ruhe geben. Вы знаете, сегодня зараза эта вся, которую мы видим сегодня. Wisst ihr, heute ist diese Pest, die wir heute sehen, danke schön. Она травит молодежь. Sie vergiftet heute das Volk. И некоторые играются с этим. Und einige spielen damit. А потом задают вопрос, почему мне плохо? Und dann stellen sie sich die Frage, warum geht es mir schlecht? Почему нет силы бороться? Warum habe ich keine Kraft zu kämpfen? Почему я в депрессии? Warum bin ich in Depressionen? А потому что ты дал место дьяволу. Weil du dem Teufel Raum gegeben hast. Ты не надеешься на Господа. Du verlässt dich nicht auf den Herrn. Ты надеешься на себя. Du verlässt dich auf dich selbst. Ты надеешься на свои силы. Du hoffst auf deine eigene Kraft. Aber der Sieg wird im Herrn sein. Der Sieg wird nur mit ihm sein. Liebe Jugend, heute ist der Tag, an dem man sich zum Herrn zuwenden kann. Wo man sich abwenden kann von dieser ganzen Welt. Das ist alles vergänglich. Wir haben so schöne Lieder gesungen. Наша вечность это там на небе. Die Ewigkeit ist mein Zuhause im Himmel. Наш дом родной там с Отцом небесным. Mein Haus ist dort beim Vater im Himmel. Молодежь, мы можем себе представить, мы будем у Отца небесного. Jugend, können wir uns das vorstellen? Wir werden bei unserem himmlischen Vater sein. Ну, слово Господа сегодня звучит к нам. Das Wort Gottes spricht heute zu uns. Чтобы мы повернулись к Господу. Dass wir uns umkehren zum Herrn. И честно скажи перед Богом, нету силы. Und aufrichtig vor ihm sagen, Herr, ich habe keine Kraft. Я не могу дальше идти. Ich kann nicht weitergehen. Не могу бороться. Ich kann nicht weiterkämpfen. Тогда Господь придет. Dann wird er herkommen. Тогда придет его сила. Dann wird seine Kraft kommen. Тогда ты почувствуешь, как... Как велико, как чудесно с Господом. Und dann wirst du spüren, wie schön und herrlich es mit dem Herrn ist. Мы сейчас пойдем на молитву. Wir werden jetzt beten. Я хочу, чтобы каждый перед Богом открыто, откровенно сказал. Und ich möchte, dass jeder von uns aufrichtig vor dem Herrn sagt. Твое состояние ты знаешь. Du kennst deinen Zustand. И голос Духа Святого звучит сегодня к тебе. Und die Stimme des Heiligen Geistes spricht heute zu dir. И сегодня ты можешь перед Господом открыть сердце. Heute kannst du dein Herz vor dem Herrn ausschütten. И открыть ему все твои желания. Und ihm alle deine Wünsche offenlegen. И он тебе поможет, он тебя услышит. Und er wird dir helfen und dich erhören. Давайте мы склонимся, будем молиться. Lasst uns niederknien und beten.